Die Leidenschaft für das Schlagzeug kam eigentlich ziemlich früh bei mir. Mein Vater ist Dirigent und ich habe dann einfach viele verschiedene Instrumente immer gesehen. Und das Schlagzeug war eigentlich das Instrument, was mich immer sehr fasziniert hat. Und schlussendlich habe ich dann auch gesehen, nach dem Drumset und den verschiedenen Trommeln, dass es auch ganz viel verschiedene Schlaginstrumente gibt und eigentlich diese Vielfältigkeit, die interessiert mich sehr und fasziniert mich eigentlich auch jeden Tag. Frozen in Time ist ein sehr interessantes und sehr anspruchsvolles Schlagzeugkonzert. Das Spezielle bei diesem Konzert finde ich, wie Avner Dorman diese verschiedenen Musikstile auch miteinander verbinden kann. Und das Werk ist intellektuell hochstehend, musikalisch hochstehend und trotzdem sehr unterhaltsam für das Publikum und auch für die Musiker. Und das macht es sehr speziell für mich. Und sehr interessant. Das Besondere beim Zusammenspiel mit dem Orchester ist natürlich, man steht nicht alleine auf der Bühne, es ist in dem Sinn wie Kammermusik auch für mich. Und man kann ganz verschiedene Effekte oder auch ganz verschiedene Farben, ganz verschiedene Stile mit einem Orchester sehr gut erarbeiten. Und der Grund, warum es ziemlich auch verbreitet oder verbreiteter wird, ist einfach, dass wir vieles neues Repertoire haben, auch für neues Repertoire uns einsetzen. Und man kann dem Publikum so auch einfach neue Werke vorstellen. Und für Orchester ist es auch immer interessant, die verschiedenen, auch neueren Komponisten kennenzulernen. Momentan plane ich meine erste CD. Darauf werden neue Werke auch von jungen Komponisten zu hören sein, von Arkadiusz Konne aus Polen, der ein neues Schlagzeugduo schreibt für diese CD und ein neues Duo für Klavier, Schlagzeug und Electronics vom neuseeländischen Komponisten John Psattas. Und die CD wird nächstes Jahr im Mai aufgenommen und wird über das Label Ars Produktion vertrieben und produziert. Meine Visionen für die Zukunft sind sehr verschiedene und interessante Projekte selber zu realisieren, neue Werke schreiben zu lassen, CDs aufzunehmen. Und natürlich interessiert es mich sehr, mit Orchestern zu arbeiten, Kammermusik zu machen, Solo-Rezitale zu spielen. Das ist alles sehr interessant und bringt sehr viel Abwechslung und das interessiert mich sehr und wird mich in den nächsten Jahren auch hoffentlich meistens beschäftigen.